Hallo, liebe YouTube-Gemeinde, und mal endlich wieder willkommen hier bei Gunzli. Ich hatte eine ganze Zeit lang keine Lust, Videos zu machen, aus einem ganz einfachen Grund. Meine Aufnahmesoftware, die ich bisher hatte, Fraps, hatte einfach nicht die Qualität geliefert, die mir persönlich und auch den meisten Zuschauern zugesagt haben, und da habe ich halt die Lust verloren. Aber da hat sich was geändert, und zwar habe ich mir eine neue Aufnahmesoftware zugelegt, endlich mal. Und zwar PlayClaw 5. Ja. Das Schöne daran ist, PlayClaw 5, es kostet zwar Geld, aber das war es mir wert, weil das halt eben wirklich dieses Programm ziemlich gute Optionen bietet, die wirklich sinnvoll sind. Und dazu eine Qualität auch abliefert, die sehr, sehr, sehr gut ist. So, PlayClaw gucken wir uns mal an. Also hier oben playclaw.com ist klar, Internet findet, glaube ich, jeder. Einfach PlayClaw 5 im Browser eingeben, also im Such als Suchbegriff eingeben, und dann kommt man hier auf diese schöne Seite. Ja. Wir haben hier einen kleinen Release-Trailer, den können wir uns mal kurz angucken, während ich was erzähle. Und zwar so meine Beweggründe, warum ich denn jetzt gewechselt bin. Erstens, die Optionen bei Fraps waren einfach für mich persönlich nicht mehr ausreichend, und auch alle Videokommentare, die ich bezüglich meiner Qualität gekriegt habe, wurden immer negativer, weil halt eben jeder irgendwie versucht, seine Qualität zu verbessern. Und da ich das mit Fraps halt nicht machen konnte, bin ich halt gewechselt. Und da bin ich bei Steam über PlayClaw 5 gestolpert. Das kann man jetzt bei Steam runterladen. Und dann habe ich angefangen und habe erstmal gesagt, hier, okay, ich nehme ja die freie Version, die Free Trail Version. Die habe ich dann getestet und habe festgestellt, wow, das macht wirklich mal einen gewaltigen Unterschied, was einfach die Fülle des Programms angeht und die ganze Funktionsweise. Also wenn runterladen, einfach mal ausprobieren. In der Free Trail Version ist da zum Beispiel ein Wasserzeichen mit drauf auf den Videos, weshalb man die jetzt für professionellere Sachen natürlich nicht nutzen kann. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel das Ganze als Hobby machen will, um nur mal was aufzunehmen, und mir das egal ist, dass da ein Wasserzeichen durch die Luft fliegt, kann ich natürlich die Free Trail Version benutzen. Da habe ich halt eben No Restrictions with Voice Overlays. Weiß ich nicht genau, was das ist. Auf jeden Fall für mich wichtig ist zum Beispiel das Wasserzeichen. Und das kriegt man hier bei der Standardlizenz, ist das Wasserzeichen dann weg. Die würde $37,77 kosten. Ich persönlich habe halt eben auf Steam mir ja das Ganze runtergeladen. Da gibt es nur die Hardcore-License. Diese hat in Zukunft auch Advanced Video-Coding-Sachen mit dabei. Da sind die noch am Arbeiten dran. Das kann noch eine Weile dauern, bis sie damit fertig sind. Aber das Programm ist halt recht frisch auf dem Markt, und deswegen wird da auch noch dran gearbeitet, dass halt noch so kleinere Bugs und Fehler ausgebügelt werden. Auf jeden Fall für mich war hier die Steam-Version halt das Sinnvollste. Ja, gucken wir uns dort das direkt mal das Programm an. Das haben wir hier. Zur Oberfläche muss ich sagen, wem diese neue Windows-Oberfläche gefällt, für den ist das natürlich super, der findet sich auch direkt zurecht. Alle anderen ist halt Geschmackssache. Ich finde, es ist noch nicht arg so extrem, ist noch in Ordnung. Auch wenn ich mir mit dem neuen Windows 8 auf Kriegsfuß stehe, also das habe ich mir nicht geholt. Aber so ist das hier ganz in Ordnung. Und ja, wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Interessant natürlich als erstes mal Profile. Hier ist das richtig, richtig Schöne daran. Ich kann mir für meine Aufnahmeformate wirklich extra Profile erstellen, die dann verwendet werden hier mit einem Klick.
einfach auf das Profil klicken und schon kann es losgehen. Ich habe jetzt noch keine Profile erstellt, weil ich halt das Programm noch nicht sehr lange habe. Ich bin noch in der Testphase und teste halt jetzt intensiv die einzelnen Features, die das Programm hat, und fange an, mir mal ein Standardprofil zu erstellen, was ich für alles benutzen kann, direkt mal. Und dann, wenn ich dann Aufnahmen starte, werde ich das Profil dann für das jeweilige Aufnahmeformat, was ich nehme, dann dementsprechend verändern. Aber ist natürlich super, wenn ich nicht jedes Mal hier rummengen muss, sondern da direkt drauf zugreifen kann. Gut, die Info ist klar, da kommt man hier auf die Homepage. Ist jetzt nicht unbedingt das, also ist halt Standard. Hier habe ich die Blacklist. Die Blacklist ist wichtig für Leute, die jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich nehme zum Beispiel Minecraft auf, aber ich nehme kein League of Legends auf. So, dementsprechend kann man dann hier League of Legends aus diesem Fundus rauslöschen, und das heißt, dass dieses Programm, also PlayClaw 5, nicht mit die Videofunktionen aktiviert, wenn ich jetzt League of Legends zum Beispiel spiele. Was für mich persönlich natürlich den großen Vorteil hat, ich kann Spiele, die ich nicht aufnehmen möchte, da rausnehmen und brauche dieses Programm, kann ich hinten rum laufen lassen und brauche das nicht jedes Mal zu schließen, sondern kann es einfach anlassen und das tut mich dann nicht stören oder blockieren. So, hier bei den generellen Settings finde ich was ganz Tolles. Als erstes mal, ich kann nach Sprachen einstellen, was uninteressant ist, weil Deutsch halt eben nicht verfügbar ist, aber Englisch ist zum Beispiel verfügbar, was für mich eigentlich komplett ausreichend ist, denn es ist nicht so viel Text, dass man da nicht mit zurechtkommen würde. Dann haben wir hier Minimize to System Try. Also wenn das System aktiviert wird, glaube ich, ob es minimiert wird und ob es minimiert gestartet wird. Für mich ist das uninteressant. Ich tue das immer machen, wie ich das gerade brauche. Was für mich interessant ist, ist dieses hier, und zwar der Desktop-Mode. Bei anderen Programmen, die jetzt extra dafür entwickelt wurden, Computerspiele aufzunehmen, ist das nämlich im Normal meistens nicht dabei. Und zwar ist das ein Screen Capture Tool, was die jetzt momentan Screen aufnimmt. Ist für mich ganz interessant, weil ich halt mit Game Maker was mache und da das unerlässlich ist, weil da muss ich den Screen aufnehmen, weil das weil Programme Game Maker nicht als Spiel anerkennen und dementsprechend da keine Aufnahme machen können. Das ist also hier für Leute, die jetzt wirklich was mit Programmen machen, die jetzt nicht unterstützt werden, ist das natürlich super, dass diese Screen Capture Sache dabei ist. Folders brauche ich, glaube ich, keinen zu erklären. Da kann man halt gucken, wo die Screenshots oder die Videos abgespeichert werden. Interessant daran ist, dass ich hier den Prozessnamen oder und das Datum mit einblenden kann bei den Bildern und bei den Videos auch noch die Zeit einblenden kann. Also die Date wird dann mit, die Date, also die Dat wird mitgespeichert. Ist ganz interessant, wenn ich viele Aufnahmen hintereinander mache. Zum Beispiel, ich bin total, nehmen wir das Beispiel wieder League of Legends. Ich nehme League of Legends Videos auf. Und das mache ich nicht einmal abends, sondern ich tue 10 Stück aufnehmen. Dann kann ich hier immer auf Starten drücken und dann tut er mir das schön immer vernünftig abspeichern, so dass ich das dann auch auseinander gemacht bekomme und da nicht nachher durcheinander komme mit meinen Videos. Die Hotkeys sind, glaube ich, jedem auch klar. Hier kann ich meine dementsprechenden Hotkeys verwenden. Hier habe ich zum Beispiel Start-Stop-Video-Recording. Cancel-Video-Recording habe ich jetzt nicht verteilt. Das ist, da kann ich direkt, wenn ich das drücke, die Aufnahme wieder löschen. Wenn ich jetzt sage, oh, ich habe Mist gebaut, klack, gedrückt, Aufnahme weg. Für mich ist das nicht interessant, weil ich das lieber händisch mache. Was aber für viele interessant ist, was ich mir auch noch angucken werde, ist dieses Pre-Recording. Pre-Recording habe ich so verstanden, dass das Programm, wenn es ja wenn man jetzt zum Beispiel ein Programm wie Minecraft startet, läuft hier dieses Programm im Hintergrund. Nur tut dieses Programm
eigentlich nicht aufnehmen. Wenn ich jetzt Pre-Recording einstelle, dann tut er immer einen Buffer erzeugen, der zum Beispiel 15, 20, 30 Sekunden lang ist. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich jetzt aufnehme hier mit diesem Pre-Recording, also wenn ich dies aktiviere und dann aufnehme, dann springt die Aufnahme nicht an in dem Zeitpunkt, wo ich gedrückt habe, sondern in dem Zeitpunkt, wo in dem vorher, also zum Beispiel 15, 30 Sekunden vorher. Wenn also was, zum Beispiel bei mir ist es ja bei Minecraft so, ich mache ja bei meinen Let's Plays immer nur interessante Aufnahmen, also ich versuche zum Beispiel sowas wie abbauen oder halt solche langweiligen Parts rauszuschneiden. Aber es kann natürlich passieren, dass wenn ich jetzt abbaue, mir zum Beispiel ein Creeper auf den Kopf springt und mich in die Luft sprengt und ich mich tierisch ärgere, mit dem Pre-Recording könnte ich die Leute tatsächlich teilnehmen lassen daran. Ich drücke dann und das wird aufgenommen und ich kann meinen gesamten schönen Fluch und alles zeigen. Und das geht halt nicht verloren, weil halt eben die Aufnahme dann startet im Vorfeld und das dann nicht verloren geht. Deswegen sehr, sehr interessant. Take Screenshot ist natürlich nicht so interessant im ersten Moment, weil ein Screenshot, das ist jetzt nicht unbedingt, man macht halt einen Screenshot und ist in Ordnung. Was aber wiederum hier in dieser Software wieder mit drin ist, was ich super finde, ist Start, Stop, Auto Screenshots. Und da finden wir wieder was, was super interessant ist, und zwar diese Auto Screenshots macht alle so und so viele Sekunden eine Aufnahme. Wir können da selber einstellen, zum Beispiel 1 Sekunde, 5 Sekunden, 10 Sekunden. Das ist uns überlassen. Nehmen wir Beispiel Minecraft. Wir wollen ein Timelapse-Video machen. Stellen wir das Ganze auf 1 Sekunde ein, stellen uns an eine vernünftige Stelle, drücken hier Start-Auto-Screenshots. Jede Sekunde kriegt man ein Bild. Die fügt man nachher in einem Video-Editor zusammen und man hat eine wunderbare Zeitlupenaufnahme, die nur ein 30stel so schnell ist wie normal oder ein 60stel so schnell, ist dann halt eben viel besser zu bearbeiten und man kann wirklich damit richtig, richtig toll arbeiten, wenn man sowas braucht. Oder zum Beispiel für Leute, die jetzt ihre Videos wirklich mit einem Screenshot versehen, kann man das dann auf 30 Sekunden stellen. Dann macht man halt während einer Aufnahme mal 100 Screenshots. Da kann man sich dann wirklich einen schönen rauspicken und den dann verwenden und braucht nicht immer da auf der Taste zu bleiben und zu sagen, jetzt aber ein Screenshot, jetzt aber ein Screenshot. Also auch ganz interessant. Zu Overlays kommen wir nachher. Screenshot-Einstellungen ist klar, wir können hier das Format nehmen, was uns gefällt. Induction Color sagt mir persönlich jetzt nichts, aber ich denke mal, da werden ein oder andere wird damit auch klarkommen. Hier haben wir noch den Auto-Screenshot. Der Auto-Screenshot ist das, was ich gerade gesagt habe. Hier können wir die Screenshot, also wann immer ein Screenshot gemacht wird, alle 15 Sekunden, 20, 30 Sekunden, wie uns das gerade passt. Audio, und da ist jetzt was Tolles bei, und bei Audios, nämlich hier bei Audio Sources. Ich persönlich bin jetzt kein großer Audiomensch, aber einige von euch sind das natürlich. Ich habe da bei YouTube auch schon bei einigen gesehen, wirklich tolle Sachen, die mit Audio gearbeitet haben. Das ging vorher bei mir nicht und hier habe ich es jetzt drin. Und zwar nicht nur, dass er jetzt hier mal, also jetzt zwei Aufnahmegeräte so mal als Standard erkannt hat. Nein, ich kann hier, ich glaube, bis zu 16 Audioquellen wählen. Wie gesagt, für mich jetzt uninteressant, aber Leute, die jetzt zum Beispiel ein Keyboard haben, die schließen ihr Keyboard an, nehmen als Audioquelle das Keyboard und können dann zum Beispiel kleine Tracks einspielen, wie zum Beispiel, ich gehe bei Minecraft und gehe auf reite ein Schwein und jedes Mal, wenn ich das Schwein auf das Schwein springe, kann ich auf meinem Keyboard zum Beispiel jetzt ein Schweinegrunzen irgendwo programmieren, kann das drücken und das Schwein quiekt fröhlich vor sich hin. Ist ganz gut für sowas einzuspielen. Im Fernsehen sieht man das öfters mal bei Talkshows oder so, da haben die halt so Knöpfe, wo die so einen kleinen Track oder einen kleinen Audio-Sample einspielen. Ist dafür eigentlich super gedacht. Ich denke mal, dass es dafür gedacht ist. Es gibt auch Programme, die jetzt die Audiospuren noch ein bisschen auseinander klabüstern, weil jetzt hier haben wir ja zum Beispiel nur Mikrofon oder halt, was die Soundkarte dann ausgibt.
Aber ich werde mich demnächst noch nach einer Software umgucken, die mir dann eine extra Audioquelle für zum Beispiel mein Teamspeak nimmt, gibt, wo ich dann wirklich drei Audiosourcen habe. Eins für mein Mikrofon, eins für Teamspeak und eins für den Ingame-Sound. Da muss ich mal gucken, ob ich da was Entsprechendes finde. Und da ist das dann hier optimal. Und da kommen wir auch schon zum Wichtigsten, und zwar dem Encoder. Der Encoder ist natürlich super, super wichtig, weil darum geht's halt. Und zwar haben wir jetzt hier auch die Möglichkeit, die hatte ich vorher nicht, weil ich halt mit einem Programm aufgenommen habe, was keine Kompression zugelassen hat. Das war also hier, als wenn ich auf No Compression stelle. Bietet zwar die beste Qualität, aber die Dateien werden unsagbar groß. Richtig, richtig Monsterdateien, die nicht wirklich schön zu bearbeiten sind, weil sie halt eben wirklich in der Größe sehr, sehr platzfressend sind. Wenn man gerade mehrere Projekte hat, ist es ganz gut, wenn man ein gutes System hat. Mit Fast habe ich noch nicht gearbeitet. Ich habe jetzt hier wirklich den Codec genommen. Also hier den MJPEG-Codec. Und da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Ist ganz einfach gehalten. Wir können die Qualität einstellen. Ich habe mal 90% gewählt. Und zusätzlich habe ich das Ganze noch mal mehr komprimieren lassen. Das heißt, wir haben wirklich eine sehr kleine Datei im Verhältnis zu anderen Programmen. Und die noch eine super, super Qualität hat. Also die Videoqualität ist wirklich einsame Spitze. Da muss ich sagen, es geht sehr wenig verloren. Und selbst wenn man sagt, nein, ich bin ein absoluter Qualitätsfanatiker, kann man ja immer noch sagen, auf No Compression und somit dann halt diese Riesendateien haben, aber dann halt eben auf maximaler Qualität. Sollte man hier bei Custom Frame Size das Häkchen ausmachen, nimmt er genau in der Qualität auf, wie der Bildschirm ist. Mir persönlich reicht es, wenn ich auf 720p aufnehme, deswegen habe ich hier auch das Ganze an, um dann dementsprechend das direkt so aufzunehmen, wie ich es brauche, und zwar dann auf meiner dementsprechenden Qualität. Die Framerate ist, glaube ich, jedem klar. Da kann man die Framerate einstellen. Die habe ich standardmäßig auf 30. Man kann es auch auf 60 stellen. Nur, das braucht kein Mensch. Also lässt man es auf 30, ist in Ordnung. Sehr interessant ist hier Compression Sets, weil das ist wirklich was, was sehr, sehr viel Sinn macht. So wie ich das verstanden habe, ist das die Menge an Prozessorkernen, die dazu benutzt werden, um dieses Programm zum Laufen zu bringen. Das habe ich jetzt auf 2 gestellt. Sagen wir mal, ihr habt einen 4-Kern-Rechner, dann könnt ihr 2 Kerne also für dieses Programm im Endeffekt reservieren und dann arbeiten 2 Kerne mit diesem Programm. Warum ist das sinnvoll? Sinnvoll ist das, weil die meisten Computerspiele nur einen Kern benutzen. Zum Beispiel Minecraft braucht immer nur einen blöden Kern. So, das heißt, 3 Kerne liegen relativ brach. Bei anderen Programmen ist das so, die tun jetzt aber alle 4 Kerne benutzen. Und der Kern, wo das Spiel drauf läuft, der wird dann noch zusätzlich belastet mit eurer Aufnahmesoftware. Und deswegen ist diese Software so arg, also ist das gut, weil man bekommt viel flüssigere Aufnahmen, weil halt eben wirklich nur die Ressourcen verwendet werden, die auch zur Verfügung stehen. Wenn ich jetzt einen 8-Kern-Rechner habe, dann kann ich hier auch 4 einstellen. So, dann werden halt 4 Stück braucht für den Video, für das Video und 4 Stück stehen dem Spiel zur Verfügung oder der Anwendung. Finde ich persönlich eine super, super Sache. Auch die Testaufnahmen, die ich bisher gemacht habe, waren sehr vielversprechend, was jetzt die FPS-Zahlen angeht. Also, da habe ich wirklich höhere FPS-Zahlen erreicht, wie jetzt bei meinem vorherigen Programm. Zum Beispiel in dem League of Legends, da habe ich vorher Einbrüche gehabt, die gingen bis runter auf 5, 6 Frames, wenn irgendwie viel los war. Und war jetzt zwar sehr selten, meistens waren Frame-Einbrüche wirklich mal kurz, ganz kurz. Und dann ging es wieder voran, aber die waren da. Und jetzt die ganzen Testaufnahmen, die ich gemacht habe, lief das durch mit einer Framerate von 50. 50.
Da ist mal vielleicht runtergegangen auf 30 bei League of Legends und das fand ich wirklich super toll. Draw Cursor ist klar, wenn ich das ausmache, zeigt er die Maus nicht mehr an. Für manche Spiele interessant, für andere nicht. Hier haben wir jetzt die Buffer Size, also wie viel dann im Voraus aufgenommen werden soll. Steht standardmäßig, glaube ich, auf 10 Sekunden. Ich habe es noch nicht ausprobiert, werde es aber demnächst tun. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar hier Convert to Stereo. Das würde ich einfach lassen. Dann macht das aus deinen Audiodateien einfach eine Stereo-Audiodatei. Ist also super toll für jeden, der das so Stereo haben möchte. Wenn nicht, dann schaltet man das aus und dann hat man es halt nicht mehr Stereo. Jetzt kommt hier unten ein Punkt, der extrem, extrem wichtig ist, und zwar hier diese zwei Punkte. Und zwar haben wir hier Mix Audio in One Track. Wenn wir das anschalten, dann erzeugt das Programm einen einzigen Video, also eine einzige Datei. In dieser Datei ist vorhanden das Video und alle Audiospuren zusammengemischt. Wir haben also eine einzige Datei. Das ist für die meisten ausreichend, aber für Leute, die jetzt da mehr machen wollen, ist es sehr interessant, weil jetzt können wir hier einstellen: Write Audio in Separate Files. Und da fängt es wirklich an, in den Bereich zu gehen, wo man sagen kann: Hier kann man qualitativ hochwertig arbeiten, hier kann man wirklich was machen, ohne extrem großen Aufwand zu betreiben. Weil hier erstellt er eine Audiodatei für jede Spur, die wir einstellen. Also wenn wir jetzt hier zwei Audiospuren haben, erstellt er wirklich zwei Audiodateien. Eine mit jetzt zum Beispiel vom In-Game Sound und eine von unserem Mikrofon. Und er erstellt eine Videodatei. Diese können wir dann zusammenmischen und können sie separat bearbeiten. Das heißt, wenn mein Mikrofon zum Beispiel zu leise ist und ich ein Let's Play Together mache und das von jemand anderem ist lauter, zum Beispiel Oschler hat ein lautes Mikrofon, kann ich meine Audiospur hochstellen, um lauter zu sein und die Oschel halt eben mit der Oschel halt eben ihr Mikro mitzukommen. War vorher für mich nicht möglich, was halt eben auch mich geärgert hat, so sehr, dass ich gesagt habe: Nein, bevor ich mir jetzt noch 100 Mal in den Kommentaren anhöre, dass mein Audio scheiße ist, lasse ich es lieber ganz und das versaut einem irgendwie die ganze Lust daran. Und hier habe ich wirklich die Möglichkeit, das dann separat zu bearbeiten und separat ein bisschen dran rumzuwerkeln und somit wirklich das so einzustellen, wie ich es brauche und dass das Ganze halt qualitativ wirklich hochwertig ist. So, kommen wir zum letzten Punkt und zu einem sehr wichtigen Punkt. Das Problem ist, ich kann es nicht ganz genau zeigen, was mich ein bisschen ärgert, weil mein Aufnahmeprogramm, womit ich das jetzt hier aufnehme, kann das leider nicht mit aufnehmen. Eigentlich wollte ich das auch direkt hier mit Playclaw aufnehmen, weil das geht ja auch als Screen Capture. Nur leider natürlich, wenn das Programm läuft, kann man nicht da drin rumwerkeln, dann schmiert die Aufnahme einfach ab. Deswegen erkläre ich es euch jetzt nur und ladet euch die Demo runter und guckt es euch halt ihr selber an. Die Overlays sind die Sachen, die eingeblendet werden sollen. Zum Beispiel haben wir jetzt hier die FPS, daran erkläre ich das jetzt mal und zeige euch dann, erkläre euch dann, was für Möglichkeiten ihr habt. FPS haben wir hier oben, bei jedem haben wir hier oben den Knopf Enable Overlay. Wenn ich das drücke, habe ich ab dem Zeitpunkt, wenn ich eine Aufnahme mache, also da, wo ich es hinhaben möchte, ich habe jetzt hier zum Beispiel Sachen, da kann ich jetzt die Aufnahme zum Beispiel, kann ich mir das hinschieben, wo ich das möchte, und habe dann, während ich aufnehme, sehe ich meine FPS-Zahl. Wichtig für mich, damit ich weiß, wenn ein FPS-Einbruch ist oder sowas, das habe ich dann im Blick und kann es sehen. Wenn ich jetzt sage, okay, die Leute sollen auch wissen, wie viel FPS ich habe, dann aktiviere ich hier unten den zweiten Writer und dann wird das ins Video übertragen. Das heißt also, wir haben auch die Möglichkeit, das zu zeigen, den Leuten zu zeigen. Ist jetzt bei FPS nicht interessant, aber bei anderen Sachen halt schon. Und das kann ich halt für jeden Writer machen. Das kann ich hier für eine Uhr machen, da wird eine Uhr eingeblendet.
Das kann ich für die CPU-Leistung machen, für die GPU-Leistung machen. Ich kann ein Image einfügen als Wasserzeichen, dass das ganze Video als mein Video gekennzeichnet ist. Mache ich zum Beispiel hier Gunslis Videos, ein Bild und kann das Image hier hinschieben, wo ich es möchte. Es kann es groß machen, wie ich es möchte. Und ich kann halt eben es auch durchsichtig machen und somit das Video ein bisschen brandmarken für mich. Sehr interessant. Ich kann Statistiken aufrufen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Das ist wichtig für mich selber, weil diese Statistik zeigt an, wie lange ich aufgenommen habe. Ich kann mir anzeigen lassen, wie groß die Size ist, also wie groß die Dateigröße ist. Und ich kann mir die gedroppten Frames anzeigen lassen. Diese sind wichtig für Audio-Video-Übereinstimmung, also wie dann Synchronität. Da muss ich mich aber reinarbeiten, das hatte ich bisher noch nicht gehabt, deswegen kann ich mir, ist das für mich interessant. Ich kann mir eine Stoppuhr einzeigen lassen, einen Text, einen Timer. Ich kann mir TeamSpeak 3 Sachen anzeigen lassen und ich kann mir eine Webcam anzeigen lassen. Das sieht man heutzutage immer häufiger, dass man jetzt sieht, wie jemand Computer spielt, unten in der Ecke. Für mich persönlich ist das nichts. Ich muss keine meine Hackfresse zumuten. Dementsprechend wird das bei mir kaum aktiviert werden. Aber wenn ihr jetzt sagt, boah, ich bin immer so ein total emotionaler Mensch und ich will die Leute daran teilhaben lassen, könnt ihr das mit dieser Option tatsächlich machen. Ich finde es ganz witzig und ja, wenn das was für euch ist, könnt ihr das natürlich machen. Das war's jetzt hier mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, das Programm hat euch gefallen. Ladet euch auf jeden Fall mal die, wenn ihr Videos macht, ladet euch die Demo-Version mal runter, also die Free-Version. Guckt es euch an, macht Testaufnahmen und ihr werdet feststellen, das Ding ist wirklich klasse. Und wenn es euch nach vorne bringt, investiert das Geld. Eure Aufnahmen werden bessere Qualität kriegen, Audio wird bessere Qualität kriegen und damit schafft ihr es wirklich, vielleicht noch einen Ticken halt eure Qualität zu verbessern, halt einfach um, ja, man muss halt bei YouTube rausstechen und ohne vernünftige Qualität schafft man das halt eben nicht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns demnächst wieder bei Videos. Kann auch einen kleinen Moment dauern. Ich bin jetzt erstmal in Urlaub, aber so in 2 Wochen, natürlich jetzt vom Abspielen dieses Videos, werde ich voraussichtlich wieder online sein. Bis dahin, alles Gute. Bis dann, tschüss.